Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Lugano mit dieser wunderschönen Aussicht. Wir sind hier nur für ein paar Tage. Wir wollten einen Kurztrip machen mit der Familie, die Kinder ein bisschen rausbringen, mal was anderes zeigen. Und wir wollten auch einen kleinen Vlog aufnehmen. Deswegen werde ich euch jetzt über den Tag ein bisschen mitnehmen und schauen, was denn so passiert heute. Alles noch unordentlich, aber wir wollen nicht den Tag verschwenden, deswegen geht's. Unsere Karten. So, wir werden jetzt erstmal frühstücken. Hier ist wirklich eine richtig, richtig große Auswahl. Voilà. Man hört Nele auch im Hintergrund. Wir sind jetzt im Spa-Bereich, denn wir wollen zum... Lea, wo wollen wir hin? Wo willst du hin? Ich weiß nicht. Du weißt nicht? Willst du schwimmen? Zum Swimmingpool? Ja. Okay. Wo müssen wir hin? Hier. Lakeside Swimmingpool. Schaut. Richtig schön. Aisa? Hi! Swimmingpool? Ja. Ja. Wow! Wow, meine Güte, wie schön ist das bitte? Obwohl es eine kleine windige Brise ist, aber die Sonne, die ist so stark. Es gefällt mir unglaublich. Das ist genau das, was mein Mindset gerade gebraucht hat. Hier ist einfach nur pure Schönheit. Ich kann echt gar nichts mehr sagen. Das ist so wunderschön. Doch, doch, da? Kalt? Oh. Hat es drin kein Swimmingpool? Er ist über der Nah? Poftaft? Eiskalt? Oh nein. Oh oh. Vielleicht wenn wir noch ein bisschen weiter. Wir müssen gucken, ob es vielleicht drin noch einen Pool hat. Ja, wir haben uns die Anlage hier noch gar nicht angeschaut. Wir werden uns jetzt aber noch ein bisschen umschauen. Vielleicht finden wir noch was. Weil es wäre viel zu schade, wenn wir da nicht rein können. Schau mal, wie schön ist das bisschen. Also wenn sich jemand traut, kann auch in eiskaltes Wasser springen, aber dafür bin ich nicht gemacht. Okay, von hier aus geht's nicht. Da ist aber die Treppe. So, Adam ist jetzt reingegangen und Personal zu fragen, ob die noch drinnen einen Pool haben. Solange bleiben wir draußen und tanken ein bisschen Vitamin D. Eigentlich sind es ja voll die Frostbeulen. Keine Ahnung, wieso sie trotzdem in dieses eiskalte Wasser gehen. Can you help me, Mommy? Oh, thanks. What do you want? I want to jump. You want to jump? Yeah. Jumpy, yeah.
Die sind mutiger wie ich. Oh mein Gott, es ist kalt. Oh, wie kalt hier nur? Das ist arschkalt. Seid ihr berühmt? You're braver than you thought. Ist das mit Alkohol? Nein. Keine Sorge. Es ist Virgin. Ohne Alkohol. Ich trinke nämlich keinen Alkohol. Die Kinder sind jetzt endlich aufgewacht und wir wollen in die Stadt von Morcote. Soll einer der schönsten Orte hier in der Schweiz sein. Und das wollen wir jetzt halt auch sehen. Und wir machen uns jetzt fertig, beziehungsweise nur noch ein paar Reiser und dann geht's los. My baby wants to eat. I need to feed her some baby breakfast, like baby food. Because she's like gonna burp. Okay. I can't say you didn't need me. Scott, don't. Hey! Ну, понял, что? Nein, Schatz. Einfach der Matzervogel. Ich kann gerade da. Schon kommen. Wie eine Mutter. Jo, jetzt. Wie eine Mutter. Das ist kurz so, Sieni. So Leute, wir hatten eine Planänderung. Morcote ist es nicht geworden. Wir fahren jetzt in die Innenstadt von Lugano und schauen uns da den Ort an. Schaut mal, wow, schaut mal, was für eine Aussicht. Wie wunderschön. Also, wo das Auge hin sieht, sieht es einfach schön aus. Und ja, wir schauen euch, dass wir da gleich was Schönes finden, wo wir uns hinsetzen können, die Zeit genießen. Und vielleicht auch was Gutes essen. Und wir nehmen euch natürlich mit. Schöne Aussicht, also man versucht wirklich alles zu genießen, aber ich sage euch Leute, ein Urlaub mit drei kleinen Kindern ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Also das ist ja der erste Kurzurlaub zu fünft mit Nayla. Nayla ist, die macht überhaupt keinen Stress, die ist ein braves Baby, aber mit den anderen zwei noch zusätzlich schon eine Nummer für sich. Wir geben unser Bestes, aber es ist echt anstrengend. Muss ich schon, also das ist die Wahrheit. Brauche ich nichts schönreden. Gell, Schatz? Hier ist wieder eine Ladestation. Also das finde ich richtig gut, wenn man mit einem Elektroauto herkommt. In der Schweiz hat man wirklich voll oft, also fast an jeder Stelle irgendwo eine Ladestation. Ja, wir bereuen es gar nicht, dass wir mit dem Tesla gekommen sind. Es ist echt angenehm hier.
Die Infrastruktur ist in der Schweiz einfach top, was das betrifft, mit Elektroautos. Und auch am Hotel ist direkt eine Tesla-Ladestation, also das ist wirklich mega. Und unterwegs wirklich gar kein Thema. Schatz, was machst du? Nimmst du mit der Drohne auf? Ja. Darf gar nicht fliegen. Autorisierungszone steht hier. Echt jetzt? Oh, wow. Okay. Sag das dir selber an, wenn du was, ob du fliegen darfst oder nicht. Ja. Machst du das trotzdem? Nee. Wenigstens können wir jetzt ein Selfie machen. Ja, komm, lass ein Selfie. Wenn schon keiner von uns Bilder macht. Das ist die neue Art, wie man Selfies macht, als Eltern. Erholung pur für die Augen. Wir sind jetzt in Lugano angekommen, haben unser Auto jetzt da geparkt. Laut Schild weiß ich nicht, ob wir parken durften, aber in Deutschland darfst du mit einem Elektroauto fast überall parken. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass es in der Schweiz genauso ist. Gehen dieses Risiko ein. Ich denke mal, ein Strafzettel kostet genau gleich, wie wenn wir hier parken in der Schweiz. Das ist in dem her. Lugano, de a dan metal chate? Nai te bani fotos ko chate me paraisen? Jep jep duren? Ja, ty kjerni kto mami? Ups! Čeka dan, ni foto? Ni foto, ok. Cheers! Bravo! Leute, die sind hier so richtig sportlich unterwegs. Da hinten ist eine ganze Sportgruppe. Das ist nicht die erste. Voll viele Menschen. Das ist immer so, gell? Aysa, a potpun qen? Four. Ha? Four. Four? A është bukur, ha? Four. Dea Fani. Dea Fani? Wir machen hier auf dieser Bank kurz eine kleine Pause. Damit die Kinder auch ein bisschen rumtoben. Und wir hier diese Aussicht noch mal ein bisschen genießen. Das sieht einfach so traumhaft schön aus. Also ich kann euch den Ort auf jeden Fall empfehlen, herzukommen. Die Kinder haben ihren Spaß und wir versuchen es natürlich auch zu genießen. So komisch, dass die Leute einen die ganze Zeit angucken. Ich bin es ja nicht gewohnt, Vlogs aufzunehmen. Und hier
Paparazzi. And go! No! No! Go! You're wrong! Was geht bei dir? Albanian mothers be like, sobald die was Interessantes sehen. Entweder so, so oder so. Leute, ich dachte, du machst wenigstens ein Ding. Hier, warte. Hier muss der letzte Ding sein. Also, Heide, geh mal kurz zu diesem Baum. Ich kenne eine Fliege. Leute, was ich bemerkt habe, in der Schweiz leben ja generell viele Albaner. Aber hier in Lugano einfach jeder zweite. Und die Mädels, die fragen sich auch, warum im Hotel alle Albanisch reden. Hey, crazy girls! Hi, Vlog! We are here to this. We are in this place, and now we are going somewhere to eat. Now! Now! Where we are going, Palaisa? Donus. Yeah. When she said, that's why we're going here. Yeah. You know that is beautiful. Here's the moon. Here's the beautiful. Whoa, and Palaisa's crazy now. Again. Also als Vlogger hätte man lieber was. Hey. Kann überall Bilder machen. Ja, hier gibt es voll viele schöne Orte. Und so langweilig wird es nicht werden. Bravo! Brava Paraisa! Brava Paraisa! Bravo! Hey Dia! Ja? Sag mal, ciao! Ciao! Io sono Artina Dea! Io sono Artina Dea! Noi siamo in Lugano. Lugano. In Lugano. In Lugano. Lugano. Io sono la tua madre. Adorim. E il mio uomo. Are you catching the sunlight enough? Oh, die kümmert sich immer so süß um Nebel. Dea. Das meint ich. Das ist Haarspray. Dea, was ist los? Schaut euch das an. Da ist eine. Hier ist die nächste. Beide am rumheulen. Also, heide der Mami. Heide. Oh, Bibi. Put the effort. Are you my fourth idea? So, es ist tatsächlich McDonald's geworden. So wie die drauf waren, hätten wir auch nirgends anders reingehen können. Und jetzt warten wir noch auf unser Essen.
Und damit geht's dann ins Hotel. Weil hier keine Chance. Also es geht gerade gar nicht. Wir sind auch am Limit, wir sind müde. Da wird gegessen, gebadet und ins Bett. Das war ein Kurztrip mit uns als Familie, das erste Mal zu fünft. Ich kann euch diesen Teil der Schweiz wirklich nur ans Herz legen. Es ist so, so wunderschön. Die Kinder hatten auch ihren Spaß. Hey, stopp! Stopp! Nein! 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 Herzlich willkommen! Herzlich willkommen! Herzlich willkommen! Herzlich willkommen! Heidi, aber ja, nochmal, ich wollte euch nur sagen, falls ihr gern mehr von uns sehen wollt, solche Vlogs, die werden wir jetzt öfters versuchen zu machen, ein bisschen mehr rauszugehen, da die Kleine jetzt auch alt genug ist, folgt uns gerne hier auf YouTube und auf Instagram @mrsviosa. Wir würden uns sehr freuen und wir werden wiederkommen, wenn es ein bisschen wärmer wird, vielleicht dann auch mal ohne die Kinder. Aber es war trotzdem wunderschön und die Kinder hatten auch ihren Spaß hier.